Let's play Sweet Home. Nun, was ist Sweet Home? Sweet Home ist ein wunderbarer kleiner Klassiker für den auch ebenfalls klassischen Nintendo, das NES, genau gesagt das Famicom, die japanische Version des NES. Denn dieses Spiel ist niemals in Europa oder Amerika rausgekommen. Das war allein für Japan erhältlich und warum kann ich es jetzt trotzdem spielen? Tja, irgendein Fan, wer auch immer, ich habe gerade vergessen wer, hat sich mal die Mühe gemacht, sich hingesetzt, wahrscheinlich so 12, 13, 14 Wochen und hat das alles übersetzt. Nein, ich weiß nicht, wie lange er gebraucht hat, aber ich bin ihm sehr dankbar dafür, denn das gibt mir die Möglichkeit, mit meinem Stuhl zu quietschen. Nein, die Möglichkeit, das auch zu zocken mit euch und so, dass wir es verstehen. Beziehungsweise, ich werde auch so viel wie möglich übersetzen, denn das Spiel ist leider nur auf Englisch. Was aber nicht so ein Beinbruch sein sollte, da ich ja des Englischen mächtig bin, zumindest halbwegs, und versuche einfach mal mein Bestes. Also, worum geht's in Sweet Home? Was ist Sweet Home? Sweet Home ist ein RPG-ähnliches Spiel. Ich sag extra ähnlich. Warum sehen wir noch? Ein wirklich cooles kleines Game mit einem Horror-Motiv. Und das passt ja wunderschön in meine Halloween-Let's Play-Reihe, in der ich ja schon Ninja Gaiden und Werewolf the Last Warrior Ninja Gaiden sag ich schon, Castlevania mache ich natürlich, und Werewolf the Last Warrior gemacht habe. Und das wird erstmal das letzte sein, was ich anfange. Beziehungsweise, ich habe ja noch ein anderes Projekt im Laufen, aber was mit dieses Halloween-Theme hat. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich weiß nicht, wie es wird. Es ist ein Blind-Let's Play. Ich habe 5, 6, 7, 8 Minuten mal reingeschnuppert. Und ich hoffe, das wird ganz gut. Also, ich habe viel Gutes darüber gelesen. Und es gibt noch ein bisschen was über dieses Spiel zu sagen. Wie gesagt, es kam nie in Europa oder Amerika raus. Und es basiert auf einem Film, dem gleichnamigen Film Sweet Home. Der übrigens auch auf YouTube ist. Und da habe ich ihn mir gerade vor einer halben Stunde ungefähr reingezogen. Ist okay. Kann man sich angucken. Ich hau den Link für den ersten Part mal in die Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Und kann man definitiv sich mal geben. Doch, ist okay. Hat ein paar echt gute Effekte, ein paar echt miese, merkwürdige Benutzung von Musik und ein bisschen gruselig vielleicht, wenn man alleine ist, ich weiß nicht. Kann man sich mal angucken, ich empfehle es eigentlich, enthält keine Spoiler, das habe ich vorher extra nachgeguckt. Und ich würde sagen, ohne dass ich noch viel weiter rede, außer über das Spiel, drücke ich einfach mal Start. Ich presse mal. Change Names, ja, nein, yo, ich ändere den Namen. Katsu, das ist übrigens auch der Name eines der Protagonisten im Film, das finde ich gut. Was mache ich jetzt? Warum ändere ich den Namen? Normalerweise bin ich ja kein Freund von sowas, aber da das hier jetzt schon eins meiner späteren Let's Plays ist, habe ich gedacht, ich benenne einfach mal die Charaktere nach meinen ersten 5 Abonnenten, die ich habe. Danke, Leute, dass ihr die ganze Zeit euch meinen Kram reinzieht. Mittlerweile habe ich ja schon etwas mehr als 5 Abonnenten. 6. Aber trotzdem finde ich es ganz okay, denen mal die Würdigung zukommen zu lassen. Der Sechste hat halt gelitten. Tut mir leid. So, der erste ist Psimon oder Psimon 1988 Stark. Der kriegt einen männlichen Charakter, von denen es jetzt nicht so viele gibt, weil er immer so schön am Kommentieren ist. Damit hast du es einfach mal verdient. Freu dich. Akiko oder Aki, glaube ich, hieß die im Film immer. Das wird mein nächster Abonnent. Inter Heaven, von dem ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich ihn jetzt Inter oder Heaven nenne, da das nicht ganz hinpasst. Ich glaube, ich werde aber Heaven nehmen, weil Inter einfach scheiße klingt. Du, 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 du. So, Heaven. Dürfte genau hinpassen. Genau. Yo, Inter Heaven. Taro. Das ist wieder ein männlicher Charakter. Den kriegt der gute Biofreak Marine. Der auch schon eine Weile dabei ist. Ich hoffe, Biofreak passt hin. Ich bezweifle es aber ehrlich gesagt, sonst muss ich einfach nur Bio nehmen, weil ich ihn nicht unbedingt die ganze Zeit Freak nennen will. Biofreak, dieser Name okay? Nein. Gut. Du bist ab heute noch Bio, freu dich trotzdem. Du bist in meinem Let's Play offiziell drin. Fühl dich geehrt oder beleidigt. Je nachdem, wie du willst. So. End. This name okay? Jupp. Asuka oder Asuka oder was auch immer, wie die es gesagt haben. Übrigens, der Film ist auf Japanisch mit englischen Untertiteln, also Englisch zu können wäre schon ganz nützlich. Asuka ist ein weiblicher Charakter und damit auch eine weibliche Abonnentin von mir, die gute Nachtmahd. Da Nachtmahd aber auch nicht hinpasst und das C aussieht wie ein E, nenne ich es einfach Nacht. Das klingt doch mal richtig böse und dunkel. Also, dieser Name in Ordnung, ja. Und damit sind wir bei Nummer 5 angelangt, wieder einem weiblichen Charakter. Leider sind mir da die weiblichen Abonnenten ausgegangen, deswegen der gute Shasti. Ab jetzt hast du einen Uterus.
Freudig, hab gehört, soll ganz witzig sein. Viel Spaß damit. Chasti, dieser Name in Ordnung. Jupp. Simon, Heaven, Bio, Nacht und Chasti. Alles in Ordnung? Ja, lass knacken. Ein Untersuchungsteam sucht nach Mamiya Ichihiros Fresken. Oder Fresko, Singular. Aber es liegt tief im verwunschenen, heimgesuchten, verfluchten Mameo-Haus, Villa, Schloss, Ding. Tor auf und rein. Tür auf und rein. Boah, gruselig. So, Heaven, was sagst du? Los geht's! Bereit die Kamera vor. Yay, Nachbar. Gut, wir sind alle hier. Irgendwo in diesem Haus ist Mamias Fresko. Da bin ich sicher. Das Fresko benutzt eine spezielle Technik. Bumm. Was zum? Ja? Nicht ja. Chesty, stell dich nicht so an. Du bist immer noch ein Kerl. Wow. Und alles ist verschüttet. Das könnte jetzt zum Problem werden. Der Ausgang! Das ist übrigens nicht im Film passiert. Oh, ein pinker Geist. Mamiya, Narren. Die, die mein Heim infiltrieren, sollen mein Zorn fühlen. Das war ja mal ein Mordzorn. Was passiert hier nur? Okay. Schwarz, schwarz, schwarz. So, Bio. Wir müssen halt kommen. Es muss einen anderen Ausgang geben. Wir durchsuchen besser das Haus. Ja, ich muss mich hier mal ein bisschen korrigieren. Außerdem, denk dran, wir alle haben unsere eigenen Werkzeuge. Ja, und ab jetzt spiele ich. Gut, Zeit wieder ein bisschen was zu erklären. Also, warum habe ich am Anfang gesagt, dieses Spiel ist RPG-ähnlich? Also, ihr seht ja, wir haben hier fünf Charaktere. Chasti, Biofreak Marine, Nachtmart, Interheaven und den guten Simon, den ich gerade steuere. Nochmal hier zu sehen. Wir haben zwei Knöpfe in diesem Spiel. Mit einem aktivieren wir so ein tolles Pokémon-Menü. Mit dem anderen machen wir das wieder zu. Und außerdem haben wir hier so eine Übersicht mit dem B-Knopf, glaube ich. A und B. Ich weiß nicht, wie ich das gelegt habe. Ich habe so ein Gamepad eigentlich für Super Nintendo und habe da einfach mal was drauf gewurstelt. Das passt schon. Also, warum habe ich gesagt, RPG ähnlich? Wir rennen ja jetzt, wie ihr sehen könnt, alleine rum. Wenn ich den Raum verlassen würde, würden die mir nicht folgen. Der einzige Weg, sowas zu machen, ist, die anzusprechen mit diesem tollen Menü. Gut, was haben wir in dem Menü? Wir haben Party. In dem können wir zwischen den Charakteren hin und her wechseln. Das mache ich jetzt mal zur tollen Demonstration. Jeder Charakter hat eine spezielle Fähigkeit, will sagen, ein spezielles Item, mit dem er rumwursteln kann. Simon hat ein Feuerzeug, ein Leiter. Ich zeig's am besten einfach mal. Leiter. Dann die gute, der gute, die, der, die, das, Interheaven, hat, wie ihm unschwer zu erkennen ist, ein lustiges Mützchen, das ihn sie als Krankenschwester ausweist. Biofreak Marine, oder einfach nur Bio, wie hier im Spiel, hat eine tolle Kamera, denn er ist der Kameramann dieses Untersuchungsteams. Darauf komme ich gleich mal zurück. Chasti hier hat einen tollen Schlüssel, mit dem er fast alles aufkriegt. Und die gute Nachtmann hat einen Staubsauger. Warum? Tja, das ist auch einer eigentlich der Hauptgrund, warum ich diesen Film geguckt habe, weil ich das einfach wissen wollte. Das Feuerzeug ist relativ klar, Krankenschwester auch, Kameramann, komme ich zu, Schlüssel, keine Ahnung warum, Staubsauger. Also, die Story dieses Spiels ist es, wir sind ein Untersuchungs-Journalistenteam, die das Mamiya Ichigo schieß mich tot Sushi-Haus, oh Gott, war es rassistisch? Egal. Untersuchen wollen und dabei haben wir eben dieses tolle Kamerateam, bestehend aus ihm hier, eigentlich sind wir alle Reporter, und die gute Nachtmart hier, die glaube ich im Film Asuka hieß, oder Asuka, hatte ich ja schon mal gesagt, ist eine Restaurateurin. Wenn das überhaupt richtig ausgesprochen ist. Restauratorin. Und mit diesem Staubsauger kann sie Staub von Bildern entfernen und die eben restaurieren. Das ist so die Erklärung dafür. Und das hat sie im Film sogar einmal gemacht. Und naja, gut. Ist wohl ein bisschen schonender, als das einfach mit der Hand und mit der Bürste wegzuwischen. Ja. Was können wir sonst im Menü machen? Wir haben Party, wir haben Item. Da können wir eben unsere Leiter und so benutzen. Oder auch den Staubsauger gegebenenfalls, an dem ich mich immer wieder gern aufhänge. Nicht wörtlich zu verstehen. Dann haben wir Talk, das kann ich einfach mal machen. Chasti, was hast du mir mitzuteilen? Chasti, ach, mach dir keine Sorgen. Okay, gut, Chasti ist leicht zu befriedigen. Bio, Talk, mach dir keine Sorgen. Oh, in Ordnung. Oh, Evan, mach dir keine Sorgen. Okay, er ist schon ein bisschen niedergeschlagen, ne? Und Nachtmart. Nacht, don't worry. Danke.
Gut. Was haben wir sonst noch? Wir haben Team. Dazu komme ich gleich. Dann haben wir Look. Nothing. Und Save, was ich gerade mal machen kann. Spiel speichern. Ja, Continue. Ja, klar, wir haben gerade angefangen. Und Quit. Quit lasse ich jetzt mal. Und erkläre lieber, was Team bedeutet. Team ist nämlich, wenn ich jemanden ansprechen will. Should we team up? Also sollen wir zusammen weitergehen? Ja, ich denke schon. Und jetzt können wir zusammen rumlaufen. Man kann einmal ein Team aus 3 Leuten bilden und einmal eins aus 2. Gut, das Team löse ich jetzt mal auf. Einfach nur, um zu zeigen, dass das mit allen geht. Und nehme ich dich. Ja, du siehst gut aus, du hast einen Schlüssel. Und dann nehme ich noch die Krankenschwester mit, die ist auch eine super. Ja, los, weiter geht's. Gute Idee. Also, wir sind jetzt zu dritt. Und wenn wir jetzt ansprechen, noch ein Team. Sollen wir irgendwie zusammen Team bilden? Ja, lass uns lieber unsere eigene Richtung gehen. Also, das ist... Ich kann dich nicht leiden, okay? Gut. Also, wir können dreimal und zweimal Team haben. Ich wechsle mal auf die gute Nachtmart. Mit der mache ich jetzt noch ein zweimal Team. Ah, wollen wir es machen? Oh, denk schon. Gut. Und dann gucken wir mal diese lustig glitzernden Dinger hier an. Was ist das denn? Scharfes Glas ist überall. Tja, so ein Zufall, dass ich einen Staubsauger dabei habe. Sonst wären wir jetzt echt aufgeschmissen. Vakuumreiniger benutzt. Stuhl quietscht nicht. Ich mag das nicht. So. Das Glas ist, wie gesagt, gerade verschwunden. Und das hier jetzt auch. Das habe ich nur gemacht, weil ich wollte halt. So. Da ich glaube aber nicht, dass ein Staubsauger und eine Kamera so nützlich sein werden, nehme ich jetzt mal wieder Simon, mit dem ich auch die letzte Zeit das meiste Mal gespielt habe. Denn so ein Feuerzeug ist irgendwie am coolsten. Simon, ich weiß nicht, was hier los ist, aber lass uns zusammenbleiben. Ja, gut, das habe ich schon erklärt, dass das nicht mehr geht. Wow, Simon, oh, dieser Ort ist riesig. Hm, dieser linke Raum. Ja, das hier ist der linke Raum. Das hier ist der rechte Raum. Und was passiert, wenn wir hier hochgehen? Eine Kluft oder so. Wenn wir nur eine Brücke hätten. Ja, wenn. Ein Brief. Gucken. Eine Notiz. Takeshi, are you alright? Nein, natürlich nicht. hat jemals jemand The Machine Girl gesehen? Egal. Takeshi, das nächste Fresko ist gegenüber und links. Sei vorsichtig. Aha, da waren dann noch andere wie wir. Furchteinflößend. Ich gebe Simon jetzt mal so ein bisschen Rauschstimme, weil er der einzige richtige Kerl hier ist. Wir haben zwar noch den Bio, aber der ist mehr so der Kameramann. Der linke Raum, gehen wir da mal rein. Gut, hier haben wir noch einen Zettel und ein lustiges Bild an der Wand. Eine Kerze, ein Bier und ein Schwert. Notiz, guck, guck, guck. Look, ein Brief. Willkommen in meinem Haus, in meinem Heim. Fotografiert mein Fresko. Denn darin liegt ein Hinweis zum Weg nach draußen. Also, ich finde die Schrift nicht so geil. Es ist von Michiru. Es ist von Michiru. Und das muss ein Fresko sein. Das gucke ich mir doch gerade mal an. Oh, ist doch schön. Ich glaube, dieses Bild haben sie auch tatsächlich im Film verwendet. Oder zumindest so ein ähnliches. Gut, was sehen wir darauf? Eine Mutter, ein Kind und ein Mann. Oder ein Gott. Ich weiß es nicht. Guckt euch, der ist ziemlich groß im Vergleich, aber... Ah, Interpretationen waren nie so mein Ding. Obwohl, eigentlich doch. Ein Fresko. Aber wie durchschaut man das? So Preserve oder was weiß ich? Pray. Not need. Ah, zu Pray komme ich noch. Item. Können wir aber das nutzen? Das Bild anzünden wollen wir nicht. Aufschließen. Das bringt nicht viel. Und das zu heilen ist auch nicht unbedingt der richtige Ansatz. Tja, diese Notiz hat uns ja gesagt, wir sollen es fotografieren. Wenn wir doch jetzt nur einen dabei hätten. Ah, Bio, ab geht er. Wow. Zack, links und hier rein. Gut, da gucken wir nochmal drauf. Ach, Quatsch. So, look. Ja, schön. Item, use camera. Kamera benutzt. Buchstaben tauchen auf. 1 bis 6. Meine drei Freskos werden ein Puzzle lösen. Ich weiß nicht sicher, ob meine drei Freskos oder mein drittes Fresko, aber es ist ja ein S dran. Also, die werden ein Puzzle lösen. Danke. Das ist gut zu wissen. Das war echt unnötig. Gut, Simon. Ein anderer Grund, warum ich immer mit dem spiele, ist, weil er ganz oben immer ist. Da muss ich einfach nur klicken. Ein Schwert. So, Itemsystem ist ein bisschen komisch hier. Um Sachen aufzunehmen, muss man... Das erkläre ich noch schnell. Warte mal. Also, diese zwei... Also, das ist der Platz für das spezielle Charakter-Item. Das ist für irgendwelche Items, die wir finden, wie das Bier da hinten. Und das hier ist für Waffen. Also, move ich jetzt mal die Waffe in mein Inventar. Und jetzt haben wir da eine Frucht, was anscheinend eine Waffe sein soll. Ich weiß auch nicht.
Gut, was haben wir sonst noch? Bierchen?